Willkommen zu Climbing Tipps. Heute stelle ich dir die beste Selbstsicherungsschlinge vor und der beste Tuber. Und wie du dich am besten und am sichersten im Jahr 2024 abseilst. Bis jetzt habe ich das Petzl Dual Connect verwendet. Nachteil: Hier hast du zwei Schlingen, eine Selbstsicherungsschlinge und ein Strang, um dich abzuseilen mit dem Tube und einem Prusik. Das ist sehr viel Material. Die bessere Lösung ist das Alpine Up von Climbing Technology und die Selbstsicherungsschlinge Turner von Climbing Technology. Du siehst, da ist nur noch ein Strang nötig, weil du dich mit dem Alpine Up direkt an der Harnesschlinge einhängst und auch keinen Prusik mehr brauchst. Also du bist schneller im Handling und du hast weniger Material dabei. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Das ist mein Standplatz mit dem Zentralpunkt. Ich komme nun mit meiner Selbstsicherungsschlinge Turner. Kann die Länge einfach verstellen, wie ich will. Sehr einfach. Kann mich einhängen, reinsitzen. Nun kann ich mich in die gewünschte Position ziehen. Und bin nun so am Standplatz. Für das Abseilen nehme ich jetzt den Alpine Up. Ich kann mich einfach einhängen und das Einhängen ist neu am Harness hier. Und schon bin ich bereit zum Abseilen. Ich ziehe mich ran, bin hier immer noch gesichert, löse den Turner. Und prüfe jetzt nun das Abseilgerät. Den Alpine Up kann ich nur empfehlen. Natürlich kannst du den Alpine Up auch mit dem Prusik verwenden, in einer anderen Form. Hierzu habe ich extra einen Film gemacht. Nun habe ich das System geprüft. Kann mich mit dem Turner aushängen. Und bin nun bereit, um sicher abzuseilen. Wenn du das nun anschaust, du hast einfach ein Abseilgerät, das etwas größer ist, aber ich finde, es liegt sehr gut in der Hand und ich bin ein richtiger Fan geworden davon. Und hier der Turner, der sich einfach verstauen lässt, nur noch mit einem Strang, anstelle den zwei Strängen hier vom Dual Connect. Und da brauche ich auch noch einen Prusik, der auch immer Zeit braucht zum Einbinden. We'll be right back.
Thank you.